Wie Sie wissen, heißt mein Referat Der Gott aller Menschen, Chancen des religiösen Universalismus. Meine Damen und Herren, im April, glaube 2012, sandte Papst Benedikt XVI. Ein Schreiben an die Mitglieder der deutschen Bischofskonferenz. Auch der Wiener Erzbischof, Kardinal Christoph Schönborn, erhielt die päpstliche Botschaft. Darin ging es dem ersten oberflächlichen Blick zufolge um ein minimales Übersetzungsproblem. Ich weiß nicht, ob einige von Ihnen sich daran erinnern. Ein halbes Jahrhundert lang bereits, nämlich seit dem Zweiten Vatikanum, es endete im Dezember 1965, waren am Höhepunkt der katholischen Messfeier vom Priester die Worte der Wandlung unter anderem folgendermaßen gesprochen worden. Die Älteren unter Ihnen kennen das vermutlich noch. Dies ist der Kelch des ewigen und neuen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Fortan jedoch sollte es nicht mehr für alle heißen. Denn wie Benedikt XVI. Zu wiederholten Male monierte, heiße es in den griechischen Evangelientexten bei Matthäus und Markus unter Rückbeziehung auf eine Stelle aus Jesaja Hyperpollon. Und das bedeute eben nicht ausnahmslos für alle, sondern für viele. An der Universalität des Heils, so der Papst, sei deswegen allerdings nicht zu zweifeln. Die Anweisung Benedikt XVI. Stammte von jenem Gelehrten, der einst als Josef Kardinal Ratzinger, Präfekt der obersten kirchlichen Behörde für Rechtgläubigkeit der Glaubenskongregation als Nachfolgerin der Inquisition gewesen war. Als solcher stand er für eine innerkatholische Tendenz, die dem Neuerungswillen der christlichen Progressisten zutiefst misstraute. War nicht bereits mit dem eher fortschrittlichen Zweiten Vatikanum eine rote Linie überschritten worden? Man musste darauf achten, dass die Substanz des römisch-katholischen, wie sie sich in Dogma und Ritual äußerte, nicht verloren ging. Derart stand das konservative päpstliche Motto Extra Ecclesiam Nulla Salus entschieden gegen den Modernisierungseifer all jener Christen, die sich unter anderem der österreichischen Laienplattform Wir sind die Kirche verbunden fühlten. Aus der Sicht Benedikt XVI. Müssen viele Aktivitäten und Anregungen seines reformfreudigen Nachfolgers Franziskus erscheinen, als ob es sich darum handelte, das ewige Heil der Kirche den Forderungen des Tages anzupassen und derart das Christentum den weltlichen Gewalten auszuliefern. Kein Zweifel, meine Damen und Herren, beide Seiten sind um die Zukunft des Glaubens besorgt, aber während die eine Seite einem ebenso unwandelbaren wie unverzichtbaren Glaubenskern das Wort predigt, sieht die andere Seite im Festhalten an unzeitgemäßen Forderungen den Hauptgrund für die geringe Attraktivität der Kirche von verschiedenen sehr weltlichen Skandalen innerhalb des Klerus hier einmal abgesehen. Beide Seiten mögen teilweise recht haben. Doch es spricht vieles dafür, dass sich die Zukunft des Christentums, zumindest jenes Christentums, wie es prägend war für die abendländische Kultur, daran entscheiden wird, ob es gelingt, glaubhaft zu lehren und zu leben, dass die christliche Gottesvorstellung tatsächlich dem Gott aller Menschen verbunden war und bleibt. Demnach wäre das dogmatisierte Postulat, außerhalb der Kirche sei kein Heil zu haben, im Grunde ein, wenn auch tiefen Ernst und ernsthafter Sorge entspringender, Angriff auf das innerste Wesen des Christentums. Denn dieses Wesen liegt, dafür spricht die Entfaltung christlicher Gehalte von Epoche zu Epoche, im religiösen Universalismus begründet. Ihm zufolge kündigt gegen die strikt philologische Lesart das hebräische, ich hoffe, ich spreche das einigermaßen richtig aus, Charabim,
die inklusive Wendung für alle bereits an. Mein Knecht, so spricht Gott durch den Mund des Propheten Jesaja, mein Knecht, der Gerechte, macht die vielen gerecht, er lädt ihre Schuld auf sich. Diese Stelle, Jesaja 53, 11, wird gewöhnlich im Sinne einer Vorausdeutung auf Jesus gelesen. Indem sie aber so gelesen wird, wird das Problem, was vom Propheten objektiv gemeint sein könnte, entsprechend der Deutung erweitert, die heute unbeschadet des jüdischen Ausgangskontextes allen Menschen guten Willens einzuleuchten vermag. Fassen wir die Lehre Jesu ins Auge, wie sie uns aus den Evangelien bekannt ist. Dann kann wohl kaum ein Zweifel bestehen, dass wir es mit keinem Dogma zu tun haben, welches einen imperativischen und imperialen Gestus aufwiese. Die Rede des Jesus ist selten kategorisch. Der Ton ist meist mild und das hängt nicht zuletzt daran, dass es oft die Gleichnisse sind, die den Kern der Lehre, wenn man hier von einer Lehre im strikten Wortsinn reden möchte, bereithalten. So zum Beispiel heißt es in den synoptischen Evangelien gleichlautend: Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes eingehe. Da ist kein rhetorischer Überwältigungsgestus im Spiel. Eher gingen die Worte wie eine schlichte Feststellung, an die sich für alle, die doch in das Reich Gottes kommen wollen, eine Empfehlung knüpft. Ihr, die ihr reich oder wohlhabend seid, tut gut daran, euch eurer irdischen Güter zu entledigen. Ihr tut gut daran, sie unter die Bedürftigen, die Notleidenden zu verteilen, andernfalls Gott euer Tun nicht belohnen wird. Ihr müsst dessen gewahr sein, dass ihr euch das Reich Gottes nicht erkaufen könnt. Hinzu kommt, dass das jesuanische Christentum, welches in seinem historischen Innersten, in seinem historischen Kern ein eschatologisches ist, keinen Wert darauf legte, die Welt erobern zu wollen. Das ist für mich ein ganz entscheidender Punkt. Warum nicht? Das Ende aller Tage, so das agonale Weltgefühl zwischen Verzweiflung und Heilserwartung, stand unmittelbar bevor. Und deshalb lesen wir im Matthäusevangelium die Sätze gerichtet an die Apostel: Geht nicht zu den Heiden und betretet keine Stadt der Samariter, sondern geht zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Geht und verkündet, das Himmelreich ist nahe. Oswald Spengler ging so weit, dass er in seinem Untergang des Abendlandes die Moral Jesu als einen, Zitat, tiefen und noch nie begriffenen Vorgang bezeichnete. Das war 1918. Denn Spengler zufolge war es falsch, die jesuanische Haltung mit dem, wie er sagt, moralischen Imperativ in Verbindung zu bringen. Die Moral Jesus sei vielmehr ein, wiederum Zitat, ruhend geistiges, aus dem magischen Weltgefühl heraus als heilkräftig empfohlenes Verhalten, dessen Kenntnis als eine besondere Gnade verliehen wird. In Aussprüchen wie etwa, wer Ohren hat zu hören, der höre, liege eben gerade kein Machtanspruch, sondern der Verzicht auf einen solchen. Demgemäß sei Jesu Heilsbotschaft, so Spengler, eine geheimnisvolle Wohltat, die man erweist, nicht aufdrängt. Nun, wie wir wissen, ist das jesuanische Christentum in mehrerlei Hinsicht über die Jahrhunderte seiner Ausbreitung hinweg maßgeblich umgeformt worden. Paulus und seine Anhänger gaben sich alle Mühe, die Lehre Jesu auch unter den Nichtchristen, den griechischen
und römischen Heiden zu verbreiten. Und es ist vielleicht der anfänglichen Schwäche jener Missionare zu verdanken, dass sie sich dabei als Wohltäter verhielten, die im Allgemeinen das Evangelium predigten, ohne es mit Drohgebärden aufzudrängen oder gar mit Gewalt durchzusetzen. Obwohl schon die frühesten Anstrengungen, das Christentum der antiken Welt bekannt zu machen, hielten eine böse Aussicht für alle Verstockten bereit. Einzig jene Heiden, bisher Anbeter falscher Götter, die der Beschneidung des Herzens, wie die Formel lautet, die der Beschneidung des Herzens zustimmten, also zu Jesus konvertierten, durften hoffen, der Verdammnis oder dem ewigen Tod zu entgehen. Doch spätestens mit dem ersten Konzil, dem Konzil von Nicea im Jahre 325, zeigt sich eine grundlegende Veränderung der Glaubensatmosphäre hin zum Totalitären, exemplarisch gesprochen, im innerchristlichen Kampf gegen die Arianer, welche die Lehre von der Trinität ablehnten, wird vom Konzil angeordnet, dass Abweichler vom Dreifaltigkeitsdogma mit dem Anathema belegt, also von der katholischen Kirche hochoffiziell verdammt werden. Und entsprechend der Dogmatisierung des Glaubens wird nicht nur ein religiöser Absolutheitsanspruch erhoben, man wähnt sich nun im Besitz der einen, einzigen Wahrheit, es wird darüber hinaus der Bekehrungsauftrag als einer verstanden, der Gott gewollt mit allen Mitteln durchzuführen sei. Dazu bedurfte es der engen Verbindung mit der weltlichen Gewalt. Karl-Heinz Deschners, horribile Diktum, Karl-Heinz Deschners, Monumentale, 10-bändige Kriminalgeschichte des Christentums, erschienen von 1986 bis 2013, hätte wohl kaum auf ein derart üppiges Material des Schreckens, Verbrechens und der Verderbnis zurückgreifen können, wäre die Kirche dem Geist ihres Gründers treu und damit sanft geblieben. Andererseits, das eben ist die Ironie und Weisheit der Geschichte, hatte sich das Christentum nach dem historischen Vorbild Jesu, hätte sich das Christentum nach dem historischen Vorbild Jesu verhalten, wäre es sehr rasch von den Gewalten der Welt und der wenig zimperlichen religiösen Konkurrenz überrollt wurden. Meine Damen und Herren, wir erleben heute wieder eine Renaissance des religiösen Fundamentalismus, der sich aller technischen Mittel zur Bekämpfung der angeblichen Glaubensfeinde bedient, Mittel nicht nur rhetorischer, sondern, wie Sie wissen, handfest kriegerischer Art. Zugleich wird alles Wissen dämonisiert, sofern es den einmal versteinerten Glauben in Frage stellt. Das Beispiel der Evolutionstheorie zeigt, worum es im Ansatz geht. Noch bin ich nicht beim Islamismus. Das Beispiel der Evolutionstheorie zeigt, worum es im Ansatz geht. Fundamentalistische US-Kirchen, also fundamentalistische Kirchen in den Vereinigten Staaten, namentlich Evangelikale, aber nicht nur, möchten den Darwinismus aus den Schulen zugunsten eines Bildungsprogramms verbannt wissen, das sich am Kreationismus orientiert. Eine Auffassung, die nun auch der türkische Präsident unter dem Einfluss seiner islamistischen, ultrakonservativen und westenfeindlichen Berater propagiert. Kein Gebildeter, weder innerhalb noch außerhalb des Christentums, hätte die entsprechenden Stellen der Bibel, aus denen sich buchstäblich gelesen scheinbar eine Widerlegung des Darwinismus ergebe, vor einigen Jahren noch wörtlich genommen. Es ging um große Ursprungssymbole, ob nun Gott Vater die Welt in 6 Tagen schuf
oder den ersten Menschen aus Lehm formte und ihn durch seinen Atem belebte. Und in der Tat, die aufgeklärten Menschen in den USA und in Europa litten keineswegs unter dem bedrängenden Gefühl, ihr Glaube nähme dadurch Schaden, dass er sich der wissenschaftlich wohlbelegten Entstehungsgeschichte der Welt sowie der Entwicklungsgeschichte des Homo sapiens intellektuell nicht verweigerte, ob auf der Ebene des beweisbar faktischen oder der vielfach bestätigten Theorie. Dasselbe gilt, man brauchte es eigentlich nicht zu erwähnen, für jede liberale Auslegung islamischer Glaubenswahrheiten, obwohl sich im Internet und anderswo genügend Plattformen finden, welche die Evolutionstheorie als Erfindung Ungläubiger unter dem Einfluss dämonischer Mächte verteufeln. Man darf wohl sagen, dass bereits mit dem Geist der Aufklärung, der ja nicht erst seit dem 18. Jahrhundert Wirkung entfaltet, im Christentum ein Gottesbild vorherrschend wird, das durch einige bemerkenswerte Eigenschaften hervorsticht. Es spricht vieles dafür, dass diese Eigenschaften nicht für sich stehen. Vielmehr sind sie Funktionen einer Art, wie ich gerne sagen möchte, religiösen Entwicklungslogik, deren Ausgangspunkt die Überzeugung bildet, das jesuanisch-jüdische Christentum sei keine regionale, sondern eine universale Heilsreligion. Die Gewalttätigkeit, die mit dieser Überzeugung auf dem Wege von Zwangsmissionierungen einhergeht, gehört zum Common Sense der Kritik am Monotheismus. Dessen ungeachtet muss festgehalten werden, dass der Gott des Christentums, der ja der Gott aller Menschen sein sollte, eben dadurch im Zusammenhang mit vielen Zivilisationsschritten mehr und mehr die Züge eines Gottes der Liebe annahm, dessen Vollkommenheit sich nicht dem menschlichen Maß mehr entzog. Zugleich wurde Gott zunehmend als ethisches Absolutum gedacht. Und das ist nun ein gewisses Problem in dieser Geschichte der Universalisierung. Der Schöpfer verlangt von seinen Geschöpfen nichts, was die ihnen, nämlich den Menschen, einsehbare Moral kompromittierte. Weder die Opferhandlungen durften fortan Züge des Barbarischen tragen, noch konnte es Gottes Wille sein, all denen eine Glaubensgewalt anzutun, die der Gnade des Glaubenkönnens entbehrten. Dabei war und ist es allerdings eine typisch jesuanische Tradition, Tugenden, die sich durch keine rein säkulare Ethik rechtfertigen lassen, gerade deshalb dem Kernbestand der christlichen Moral zuzurechnen. Ich rede hier von der Nächstenliebe, der Caritas und eine Stufe höher von der Barmherzigkeit Misericordia, die nicht nach dem Ansehen der Person fragt, sondern nur die Pflicht kennt, dem in Not geratenen Menschen, ob gut, ob böse, helfend beizustehen. Das sollten sich, denke ich, manche Politiker aus dem Lager des Katholizismus, die heute wirkmächtig sind, durchaus noch einmal überlegen. Die Nächstenliebe in ihrer reinen Form nimmt keine Rücksicht auf kulturelle Beschränkungen oder rationale Nutzenabwägungen, wenn es darum geht, die Not des Bedürftigen zu lindern. Und das Prinzip der Misericordia stiftet ein Solidaritätsband zwischen den Menschen, das, man kann das kaum anders sagen, jede Form ethischer Rationalisierbarkeit transzendiert. Barmherzig zu sein ist eine Einstellung, die nichts weiter sieht als die leidende Kreatur. Dagegen werden die Hüter von Recht und Moral einwenden, dass dadurch die Grenze zwischen Gut und Böse verwischt werde,
in dem unterschiedslos jedes bedürftige menschliche Wesen der Zuwendung wert sei. Es scheint, dass Gott in typisch christlicher Tradition gedacht als der Gott aller Menschen, dennoch mehr verlangt, als eine Gesittung forderte oder auch nur zuließe, die ihre Gründe so wählt, dass sie für alle vernünftigen moralischen Subjekte einsehbar wäre. So scheint es. Aber zugleich handelt es sich hier um ein Mehr an Verpflichtung, das aus einer persönlichen Verantwortung gegenüber dem Schöpfer erwächst. Nächstenliebe und Barmherzigkeit, meine Damen und Herren, sind einer Idee des guten Lebens verpflichtet, das in erster Hinsicht ein gottgefälliges sein möchte und daher Bedenken abweist, die sich aus zweckrationalen und folgenorientierten Betrachtungen ergeben. Dass der Gott aller Menschen ein ethischer Gott sei, heißt für den Gläubigen keineswegs, dass man auf die religiöse Unbedingtheit, wie sie aus dem Glauben folgt, zugunsten einer exklusiv weltlichen Gesinnung verzichten könnte oder auch nur dürfte. Schon eine kurze Abschweifung, die Sie mir hoffentlich gestatten, mag das eminente Gewicht des eben Gesagten zu akzentuieren. Der wirkmächtige schottische Aufklärungsphilosoph David Hume machte die Ansicht populär, dass Ethik subjektiv sei, denn sie entstamme dem Bereich der Affekte und sei der menschlichen Vernunft wesensmäßig fremd, außer in jenen moralischen Urteilen, die auf falschen faktischen Annahmen beruhten. Dass man Hexen verbrennen solle, würde demnach vor dem Tribunal der Vernunft nicht standhalten, weil es nun einmal ein tatsachenwidriger Aberglaube sei, wonach gewisse Frauen, so nehme ich jedenfalls an, aufgrund eines Teufelsbundes übernatürliche Fähigkeiten aufwiesen. Aber die Frage, ob es besser sei, mir den Finger zu ritzen oder die Welt zu vernichten, diese Frage lasse sich, so David Hume, mit den Mitteln der Vernunft, das heißt durch die Erforschung der Tatsachen und unter Anwendung der Logik, nicht entscheiden. Humes ethischer Subjektivismus wird heute von vielen Philosophen als kurzsichtig zurückgewiesen. Trotzdem bleibt ein großes Fragezeichen, warum eigentlich die Zurückweisung und aufgrund welcher Autorität? Denn der entscheidende Fragepunkt lautet ja, worauf beruht die Rechtfertigung unseres moralischen Fundaments außerhalb eines jeden religiösen oder naturrechtlichen Rahmens? Beispielsweise nehmen wir es als gegeben an oder als gegeben hin, so als ob es sich hier um geoffenbarte Dogmen handelte, dass jedem Menschen dieselbe unverletzliche Würde zukomme, dass keines Menschen Selbstachtung oder Freiheit willkürlich eingeschränkt werden dürfe, dass in allen Belangen des Lebens gerecht zu handeln sei. Was aber erwidern wir einem ethischen Subjektivisten, der diese Prinzipien samt und sonders ablehnt, mit dem Argument, er und die Seinen seien stark genug, um den Rest der nachbarlichen Menschheit unter eine immerwährende Knechtschaft zu stellen? Was erwidern wir ihm? Wir werden natürlich erwidern, dass ein solches Verhalten massenhaft Schmerz und Leid bei den Knechten nach sich ziehe, von der Verletzung ihrer Würde gar nicht zu reden. Doch während wir noch argumentieren, sind wir bei einiger Bedachtsamkeit der Schwäche unserer Position bereits gewärtig. Es sei denn, wir würden eine Grundlage in der Natur der Sache selbst finden. Warum sollte nicht das Recht des Stärkeren gelten? Warum nicht? Dazu freilich müssten wir voraussetzen, dass der menschlichen Natur und überhaupt allen menschlichen Angelegenheiten Werte innewohnen, objektive Werte sozusagen, die ein Subjektivist ebenso wenig außer Kraft setzen
könnte, wie etwa seine Vernunft in der Lage wäre, die Naturgesetze für ungültig zu erklären. Es ist der Werte Rationalismus, den bereits die außerchristliche Antike kennt, man denke an Platon oder an Aristoteles, der uns ein Weltbild als natürlich und zwingend erscheinen lässt, auf das wir genauer besehen auch heute noch unsere Ethik stützen. Die autonome Anerkennung moralischer Prinzipien ist stets mit dem Anspruch verbunden, demzufolge keine Welt vorstellbar sei, in der sie nicht gelten würden, egal ob sie zurzeit Anerkennung finden oder mit Abscheu bedacht werden. Es ist Unrecht, Menschen zu versklaven. Wenn wir dies aus freien Stücken anerkennen, dann haben wir auch erkannt, dass wir dem Sklavenhalter unter keinen Umständen zubilligen dürfen, er könne so weitermachen wie bisher. Zu sagen, er folge ja bloß der geheiligten Tradition seiner Kultur, wir hören das heute oft, wäre gleichzusetzen mit dem Eingeständnis, nicht zu wissen, was ethische Anerkennung eines Prinzips bedeutet. Es handelt sich weder um ein Geschmacksurteil noch um eine soziale Relativität. Ethische Anerkennung setzt die Erkenntnis eines natürlich Guten voraus. Dieses aber kann seinen Grund nicht exklusiv im Innerweltlichen haben, wie es von der Wissenschaft wertfrei erforscht wird. An dieser Stelle werden wir religiös sensibel. Werte sind nicht die Wirkungen irgendwelcher Naturgesetze. Sie sind vielmehr, mir fällt keine bessere Wendung ein, ontologisch, also seinsmäßig gestiftet. Und die Frage nach dem Wollen und Willen des Stifters, dessen üblicher Name, um mit Thomas von Aquin zu sprechen, Gott lautet, stellt sich plötzlich mit Vehemenz. Dabei wirkt der christliche Universalismus richtungweisend. Die wahre Moral ist demnach notwendig eine gottgefällige und kann als solche nur eine für alle Menschen sein. Das Gute ist gut in allen möglichen Welten. Der Starke und Hochgestellte hat keine größere Würde und kein mächtigeres Recht als jener, der schwach ist und im Staub liegt. Jesus scheint im Gegensatz zu den antiken Ethikern, denen eine Ungleichheit der Menschen als natürlich einleuchtete, immerfort die Frage gestellt zu haben, was, wenn du erkennen müsstest, du seist schwach und lägest im Staub, und gibt es nicht stets eine höhere Gewalt, vor der du schwach bist und im Staub liegst? Also handle danach, damit du dich als würdig erweist. Die christlichen Tugenden hätten wohl kaum jene Durchschlagskraft entfaltet, welche unsere westliche Kultur zutiefst prägte, wäre es nicht eine der Grundüberzeugungen der judeo-christlichen Religiosität gewesen, dass Gott den Menschen als Imago Dei geschaffen habe, also als ein Geschöpf, das seinem Schöpfer im geistigen oder seelischen Wesen ähnelt. Dies ist, meine Damen und Herren, eine extrem hohe Auffassung von Menschen, jedoch gerade ihretwegen konnte sich, vermittelt durch das Menschheitspathos des Humanismus und der Aufklärung, schließlich der Gedanke durchsetzen, dass alle Menschen, wie Kant sagen würde, Zwecke an sich sind, Wesen mit einer unverlierbaren Würde und als solche absolut gleich. Im Gedanken der absoluten Gleichheit wirkt das Mysterium der Gottesebenbildlichkeit weiter. Während, um noch einmal das Problem der Rechtfertigung anzusprechen, es stets verquält oder kurzatmig anmutet, die rigorose, unbedingte Gleichheit als Wesenszug des Humanen im Rahmen einer weltlichen Ethik, einer rein weltlichen Ethik begründen zu wollen. Unter jeder denkbaren weltlichen Perspektive sind die Menschen durch Wünsche, Interessen und Merkmale charakterisiert, deren Unterschiedlichkeit den Gleichheitsgedanken radikal relativiert, wenn nicht gar Lügen straft. Blicken wir auf die Welt, wie sie sich heute faktisch darstellt,
dann werden wir als moralisch sensible Wesen das Gefühl nicht los, es sei the devil's party im Gange. Naturkatastrophen, Hungersnöte und Krankheiten aller Art, dazu jede denkbare Form des Schreckens, den Menschen einander antun können, inmitten schamlosen Reichtums, der Gott aller Menschen scheint den menschlichen Bestien das Feld überlassen zu haben. Und wie viele Gebete zu ihm auch aufsteigen mögen, die Lage der Verzweifelten wird dadurch weder besser noch schlechter. Vor dem Hintergrund dieser globalen Situation, deren Wirklichkeit sich nicht leugnen, höchstens ausblenden lässt, wird die Frage nach der Zukunft des Christentums zu einer bedrängenden. Mit zunehmendem Wissen und steigender Reflexion verlieren die heilsgeschichtlichen Grundlagen sowohl an lebendiger Substanz als auch an echter Glaubwürdigkeit. Sie dünnen aus und werden nach innen verlegt. Die Ausdünnung ist eine Folge davon, dass die mythischen, handfesten Erzähl- und Wundergehalte, die jede Religion fundieren, zusehends ins Metaphorische und Symbolische, dabei auch Ethische, abdriften. Der Bogen von der Paradieseserzählung über die Himmelfahrt Jesu bis zu seiner Wiederkehr am Ende der Zeiten mit all den biblischen Details, die diesen Bogen zu einer großartigen Menschheitsgeschichte unter dem Vorzeichen von Erbsündigkeit und Erlösung machen, all dies tritt bestenfalls unter das Licht eines Gleichnisses. Aber eines Gleichnisses wofür? Hier setzen die Versuche an, die Substanz des Christentums in einer inneren Wahrheit zu suchen, sie also spirituell zu deuten. Demnach hätten, um es so einfach wie möglich zu sagen, die äußeren Begebenheiten, die Rituale und nicht zuletzt das Bild, das wir uns von Gott machen, keinen objektiven Wahrheitscharakter, sondern brächten eine tiefen Wahrheit unserer eigenen Existenz zum Ausdruck. Doch ist das nicht zu wenig? Und, meine Damen und Herren, was heißt das überhaupt? Kein Zweifel. Aus dem kompakten Jenseits als Teil der Unsterblichkeitsgnaden- und Heilserzählung wurde eine blasse Begriffssphäre, die als mythisch entrümpelte Transzendenz kaum noch dazu taugt, die christlichen Intuitionen eines menschenwürdigen Miteinander ontologisch und naturrechtlich zu fundieren. Alles in allem muss man also nicht zuletzt als Folge der Auseinandersetzung mit dem Islam auch im liberalen Westen damit rechnen, dass sich der christliche Habitus wieder zusehends verhärtet. Mehr Bibeltreue, mehr liturgischer Ernst, weniger Dauerreflexion und stattdessen die Befreiung Gottes Humanität. Damit könnte natürlich auch das Ende jener transepochalen Idee einhergehen, die sich aus der Gewissheit nähert, dass vor Gott alle Menschen gleich sind, egal welcher Konfession, inklusive der großen Gruppe religiös Indifferenter, der Agnostiker und Atheisten. Doch das neofundamentalistische, blindlingsritualistische Szenario stößt als Irrweg viele von uns ab, weil es die uralten blutreligiösen Affekte, das ganze Dschihad-Syndrom mit all den damit verbundenen Engführungen und Brutalitäten wieder zum Vorschein bringen würde. Wenn der Glaube an den Gott aller Menschen eine Chance haben soll, dann nur, so denke ich, indem die im liberalen Westen seit langem eingeschlagene Richtung entschieden weiterverfolgt wird. Es sind die guten Werke, die aus dem Geist der goldenen Regel, der Caritas und der Barmherzigkeit getan werden, welche den wahren religiösen Universalismus aus persönlichem Bekenntnis repräsentieren. Manchen, ich weiß das, manchem mag dies zu wenig sein, zu wenig dogmatisch fundiert, doch es ist das Beste, was im Geiste religiöser Friedfertigkeit hier und heute zu haben ist. Ausdruck des guten Herzens. Es ist aber auch die Anschauung der Welt, worin sich das religiöse Erbe des Christentums entfaltet.
Der Gnostiker E.M. Cioran beschloss sein Buch Die verfehlte Schöpfung, mit dem Satz: Wir sind am Grund einer Hölle, von der jeder Augenblick ein Wunder ist. Ohne das Höllenhafte unserer Existenz billig zu leugnen und ohne ihm widerstandslos zu begegnen, sollten wir jene Medien der Zuversicht kulturell stärken, ob Naturbetrachtung, Kunst oder Meditation, die unser Gefühl nähren, dass die grausame Welt nichtsdestoweniger voller Wunder ist, vom gestirnten Himmel bis zum Erdfloh. Sie alle sind von Augenblick zu Augenblick Teile einer Schöpfung, deren Weisheit unseren endlichen Verstand unendlich übersteigt. Und es bedarf wohl kaum der Erwähnung, dass die Schöpfungszuversicht nur dann keiner destruktiv-modernistischen Dynamik verfällt, wenn wir die Wertuniversalien, wenn wir die Wertuniversalien des Wahren, Guten und Schönen nicht bloß als lügenhafte Gespinste einer sich selbst illusionierenden Kultur missachten. Dem Religionsphilosophen ist bewusst, also mir, dass derlei Überlegungen für viele Gläubige, die im Christentum erzogen wurden, zu wenig an spezifischer Kontur aufweisen. Doch das eben ist der Preis eines friedfertigen, menschenfreundlichen Universalismus, auch im Begreifen und Erfahren der Transzendenz, sobald diese sich nicht mehr mythisch abkapselt. Im Übrigen spricht alles bisher Gesagte für eine Lebensform, die unter dem wohltätigen Einfluss christlicher Tugenden entschieden ablehnt, was der Ägyptologe Jan Assmann als exklusiven Monotheismus bezeichnete. Also jener Form des aggressiven Ein-Gott-Glaubens, der alle, die nicht zu den jeweils unsrigen gehören, als Ungläubige ausschließt und attackiert. Recht verstanden oder bescheidener gesagt, soweit ich es halt verstehe, favorisiert das Christentum einen einschließenden, einen inklusiven Monotheismus. Denn erst darin vermag das Liebesgebot seine heilsame Wirkung zu entfalten, mitten in Siorans Hölle voller Wunder. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.